Thank you.
Thank you.
jetzt 9 Uhr abends. Wir sind so fertig und so kaputt und ich bin so müde und mir tun die Füße weh. So unglaublich weh. Oh, deswegen drehe ich jetzt den Abschluss und mein Mann ist im Badezimmer. Beendere gerade den Vlog für heute. Ich hoffe, ich weiß selbst noch nicht, wie es wird. Wir waren in diesem Kaufhaus, wo so viele Designer und also nicht Läden so, sondern Abteilungen, Counter, Designer-Counter und keine Ahnung. Und ich habe mich nicht getraut, da zu filmen. Ich habe einfach die Kamera angemacht und habe es hängen lassen. Ich weiß noch nicht, was daraus wird. Ich bin selbst drauf gespannt. Ich hoffe, es wird ein cooler Vlog werden irgendwie. Ich habe natürlich nicht so viel geredet oder so, weil, wie gesagt, ich traue mich das jetzt nicht so. Aber ich hoffe, ich habe die lustigsten Sachen oder die besten Sachen irgendwie in diesem Video einfangen können und hoffe, dass es euch interessant war, auch mit dem Pinsel hier, dass man das, wo man seinen Namen drucken kann. Kann ich euch dann so im separaten Video dann nochmal extra zeigen, aber so einen kleinen Überblick habt ihr ja, ne? Und das Coolste ist, war in diesem Laden, ich habe gefragt, ob ich da filmen darf und so, ja klar und so, mach ruhig und so. Ich so, okay, das hat mir ein bisschen so die Angst genommen, in der Öffentlichkeit irgendwie mit der Kamera rumzulaufen und zu filmen. Auf jeden Fall bin ich da so ein bisschen lockerer jetzt. Ja, nach dem großen Kaufhaus sind wir nach Hause gekommen. Mir tat alles weh, meine Füße, ich konnte gar nicht mehr laufen. Ich kann jetzt auch nicht mehr laufen. Und ja, da habe ich die Kamera jetzt im Zimmer gelassen, weil es doch ganz schön nervig war, immer die Kamera mitzuschleppen, irgendwo Platz zu finden, wo ich sie verstauen kann, weil meine Tasche ist doch ein bisschen zu klein, um das alles mitzunehmen zu können. Ich bin jetzt auch auf der Suche, also wir sind noch morgen in Mailand und gucken da auch noch mal ein bisschen. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Tasche, die mir gefällt und die ich mir leisten kann. Ich habe eine gesehen von Christian Louboutin, ich kann es nicht aussprechen. Das war so meins. Dann habe ich die Schuhe gesehen, oh, da waren Schuhe von, oh, wie hieß der denn, Jimmy Choo, das war so Cinderella-Schuhe. Und dann noch von, doch auch Jimmy Choo, so ein richtig schönes Pink. Ich weiß nicht, ob das so in dieser Kamera, ob ich das gefilmt habe, so dass man das gut erkennen kann oder überhaupt erkennen kann. Ich habe es versucht halt und habe mein Bestes gegeben irgendwie, aber ihr wird es dann halt, oder ihr habt das schon gesehen, keine Ahnung, wie ich das schneiden werde. Das war so meins und das hätte ich so gerne mitgenommen, aber Tasche, diese kleine pinke Tasche, hat 1300 Euro gekostet. Man sagte noch mit Swarovski-Steinen und ich liebe Swarovski-Steine. Und die Schuhe habe ich mich nicht getraut, aber ich denke mal, die kosten so 600 bis 800 Euro. Weiß ich nicht. Ich habe ja schon mal diese pinken Schuhe, wo wir das letzte Mal in Mailand waren, gesehen. Da habe ich mich auch schon verliebt und kann bis heute nämlich nicht vergessen. Die Tasche, das war so meins, die war so schwarz und hatte innen drin eine, Inlay, keine Ahnung, Futter halt. Das war so mein Ding, das hätte ich am liebsten mitgenommen. Und dann dachte ich, vielleicht nehme ich was von einer Schminke aus diesem Kaufhaus was mit. War aber dann auch nicht, das war dann so laut und so voll. Das hat auch gar keinen Spaß mehr so gemacht. Ja, aber ansonsten, ja, waren wir in diesem Ort, wo so ganz oft Instagram-Bilder gemacht werden. Da will ich auch nochmal ein Instagram-Bild machen, wenn es möglich wäre, morgen vielleicht mit diesem schönen Kleidchen dann. Habe ich mir so vorgestellt, ob wir das machen, dann ist es halt immer so eine andere Sache, ne? Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog irgendwie gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben. Und für weitere Vlogs dieser Art, also wie gesagt, wir haben ja noch MSC-Kreuzfahrt. Da gibt es noch ein bisschen Drama, das erzähle ich euch dann im nächsten Video, wenn das aufgeht. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert gerne, aktiviert die Glocke, ist ganz wichtig und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage tschüss und bis dann.